Willkommen bei der SeaStar Discovery, dem wohl härtesten Model-Contest des Planeten. Semra, Sabrina, Natascha und Elisabeth kämpfen um den Titel des SeaStar Girl 2014. Wir befinden uns im Norden Thailands. In der letzten Folge führte Fotograf Martin Helmers die Finalistinnen in den Chiang Mai Aquarium Zoo. Dort soll das nächste Shooting im Haibecken stattfinden. Martin und das amtierende SeaStar Girl Milena testeten die Location auf ihre Tauglichkeit, doch sie mussten den Versuch schon bald abbrechen. Die Titelanwärterinnen sind sehr verunsichert. Sie hat einfach diese Routine drin, dass sie weiß, sie hält sich fest. Ja, wir? Aber ich würde nach oben gehen. Ja. Wenn ich keine Luft kriege? Dafür war der Testausgang. Also man kann nicht einfach reingehen und sagen, wir machen das Shooting. Man muss erst mal gucken, wie ist der Salzgehalt, wie weit komme ich nach oben. Die Mädels kriegen ein bisschen mehr Blei und dann sollte es klappen. Martin erklärt anhand der Probeaufnahmen, wie die Mädels sich positionieren müssen. Der Auftrieb im Becken ist sehr stark, deshalb wird für das weitere Shooting auf das Nixon-Kostüm verzichtet und stattdessen die Bikini von Val d'Azur in Szene gesetzt. Wer sagt, ich bin jetzt das Top-Laufstegmodel, dann ist das Unterwasser trotzdem eine ganz andere Sache. Und irgendwo, um sich da wohlzufühlen, muss ich eben mit dem Tauchen fit sein, ich muss mit dem Freitauchen fit sein. Und wer das im Kopf nicht gebacken bekommt, der kann sich noch so anstrengen, der wird immer irgendwo einen verkrampften Gesichtsausdruck haben. Ich hätte aber so eine kleine Auflage und wir anderen halt auch, dass die Milena uns hilft, dass sie die Sicherheitstaucherin wird, die uns runterbringt, weil sie einfach die Person ist, die das gerade selber gemacht hat. Sie weiß, wann man zur Stelle sein muss, was wir brauchen. Sie wäre die größte Hilfe, die wir uns vorstellen können. Und wenn wir mit ihr können, dann ist alles Safety. Also für mich war es wirklich wichtig, dass die Mädchen sich sicher fühlen, dass sie wissen, da ist jemand, der auf sie aufpasst und der ihnen Luft gibt und der für sie da ist. Milena ist in kürzester Zeit tauchbereit. Elisabeth wird trotz ihrer großen Angst den ersten Versuch starten. Ich habe jetzt einfach gesagt, Zähne zusammenbeißen, durchziehen. Wir schaffen das. Es ist nicht so schwer wie in Ägypten eigentlich. Es ist machbar. Ich bewahre jetzt die Ruhe. Ich will gewinnen. Ich mache es. Die anderen Mädels können durch die Zentimeter dicke Plexiglasscheibe zuschauen. Auch ohne Schwanzflosse scheint der Auftrieb noch sehr stark. Guck mal, die schwimmt voll nach oben. Irgendwas passt nicht. Ja. Sieht total verkrampft aus jetzt, ne? Schau mal, wie die strampelt. Ja. Sie kriegt die Maske nicht ab. Elisabeth muss ihre ganze Kraft einsetzen, um sich festzuhalten. Dann gibt sie das Zeichen zum Auftauchen. Abbruch. Man treibt immer wieder hoch, also wir müssen auf jeden Fall jetzt mehr Blei mitnehmen, weil ich habe gerade 5 Minuten lang probiert, ich habe mich krampfhaft festgehalten an diesem Felsen, aber ich muss ja auch noch meinen Atemregler raus und so, das geht alles nicht. Als nächstes startet Semra den Versuch. Ein zusätzlicher Gürtel mit Bleigewichten soll dabei helfen. Also ich hoffe jetzt, dass es mit dem Auftritt nicht so ist bei mir. Die 20-Jährige bringt sich sofort in Stellung. Sie weiß, dass es schnell gehen muss, denn die Wassertemperatur beträgt nur etwa 24 Grad und kühlt den Körper schnell aus. Fotograf Martin wartet geduldig mit dem Finger am Auslöser. Maske weg, Atemregler raus und dann geht es schon los. Semra scheint es gar nicht zu interessieren, dass sie sich einige Meter unter Wasser befindet. Wie so ein Fisch. Ja, wie so ein Fisch. Semra ist so unter uns der Fisch. Ja. Ist sie nicht auch Fisch vom Sternzeichen? Ich glaube doch. Ja. Ich denke schon, dass ich dem Traum, SeaStar Girl 2014 zu werden, ein bisschen näher gekommen bin. Weil ich habe wirklich alles gegeben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass auch schöne Bilder da rausgekommen sind. Wir sind wirklich hingeschwommen. Wir sind, glaube ich, nicht mal aufgetaucht. Die ist gleich runter. Zum Set hat sich da hingepflegelt. Hat ihr Sonntagsgrinsen aufgesetzt und wir haben die Fotos gemacht und waren eigentlich ruckzuck fertig gewesen. War eigentlich unglaublich, also für ein Unterwassershooting war das also wirklich eine Top-Leistung. Jetzt ist Sabrina an der Reihe. Auf jeden Fall ist es dann im Moment blöd, wenn man dann erst am Schluss dran ist, weil man die eine gesehen hat, die kriegt gar nicht hin, dann die andere, oh geil, wie so ein Fisch. Und dann kommt eine, die nicht mal weiß, wie sie runtergehen soll. Für das Runtergehen sorgt ja zum Glück Milena als Sicherheitstaucher. Sie hat Blei mitgenommen, ne? Und hat noch mehr Blei dran gemacht. Und schau, sie liegt schon besser als du. Nochmal ein Tick. Siehst du das vom Fuß her hinten? Ja, ja. Der 24-Jährigen steigt das Salzwasser in die Nase. Sie versucht sich zu entspannen.
geschafft. Jetzt fehlt nur noch Natascha. Ich habe jetzt natürlich noch mehr Angst, weil ich habe auch so ein Problem mit der Maske, die unten wegzureißen und mit meiner Nase, weil dann ins Wasser reingeht. Und ja, ich meine, das ist nicht so weit entfernt vom Absaufen. Trotz größter Anspannung scheint Natascha immerhin ihren Humor nicht zu verlieren. Aber bei ihr geht es jetzt super, ne? Ja. Die hat auch ihre Augen ganz normal offen. Super. Die bleibt auch unten. Das war jetzt, die hat gar nicht so einen großen Auftrieb wie jetzt. Und da haben wir ja mehr Blei jetzt genommen, ne? Die Panik schien ganz umsonst. Die Nürnbergerin beweist echte Coolness und zieht das Shooting einfach durch. Jetzt hofft Elisabeth auf eine zweite Chance. So, habt ihr euch wieder ein bisschen aufgewärmt? Ja. Ja. Elli, du bist fit? Ja. Also wir sehen jetzt mit mehr Blei, packen wir's? Ja. Okay, dann. Weg mit dem Mantel und dann geht's los. Also die anderen hatten alle Blei, ich nicht. Kein Wunder, dass es nicht geklappt hat. Ich konnte mich nicht festhalten. Hätte mich Milena losgelassen, wäre ich hochgetrieben. Das heißt, es war alles andere als fair. Und hätten die gesagt, ich dürfte es nicht nochmal machen, wäre es unfair gewesen. Doch auch diesmal scheint es nicht klappen zu wollen. Milena fragt sie, als willst du nach oben? Und sie schüttelt den Kopf und friert komplett. Sie versucht es halt. Ja. Sie muss kurz an die Oberfläche, um sich aufzuwärmen. Die Nerven liegen blank. Und ich denke mal, jetzt ist es auch durchgefroren. Irgendwann ist dann mal Schluss. Da kann man sich auch nicht mehr konzentrieren. Doch die junge Frau aus Hannover gibt nicht so einfach auf. Zu groß wäre die Enttäuschung, als Einzige ohne Foto wiederzukommen. Aber sie weiß ja auch, dass es um was geht. Das wäre natürlich ein Foto weniger, wenn sie es nicht schaffen würde, die Elli. Aber auf der anderen Seite finde ich es dann auch traurig, weil jeder will einfach dieses schöne Foto haben. Und im Endeffekt ist es so, auch sie wenn wir ein Foto haben, suchen sie denjenigen aus, der das beste Foto hat. Da ich die Maske auf hatte am Anfang und gesehen habe, wie alle mich beobachten von der Scheibe aus, erschreckte Gesichter, alle denken, wann kommt es endlich, wann zieht sie die Maske runter. Und das hat bei mir so eine Blockade ausgelöst, dass ich einfach nicht mehr konnte. Und am Ende bin ich dann ja ohne Maske runtergetaucht. Ich habe nichts gesehen, das heißt, ich konnte komplett entspannen, als wäre ich da ganz alleine und konnte mich auf mich selber konzentrieren. Jetzt geht's. Kann ich festhalten? Ich schaffe das, ich schaffe das. Das Foto! Elli hat es geschafft, ihre Blockade zu überwinden und beweist somit, dass sie das Zeug zum C-Star Girl 2014 hat. Ich habe meinen Kopf komplett ausgeschaltet irgendwie. Ich konnte an nichts mehr denken, habe den Atemregler rausgerissen und schon ging es los. Und danach wollte ich gar nicht mehr aufhören, das war so lustig. Wir haben auch ganz schnell gemerkt, dass wir nicht Angst haben brauchen vor den Haien, weil die sehr scheu waren, sondern eher vor diesem Auftrieb, dass unsere Lunge dann platzt. Davor hatte ich mehr Respekt, davor hatte ich wirklich Respekt. Ich weiß gar nicht, ob man das noch übertreffen kann. Ja, das weil ich habe das schon am ersten Tag gedacht, Cheetah-Shooting. Ja, also, ja. Wie kann es auch besser werden? Und jetzt ist es mit dem Hai gewesen. Krass, das ist schon heftig. Wir haben jetzt angefangen mit der Sea Star Discovery, haben die Latte schon relativ hoch gehängt, aber das ist längst noch nicht alles. Wir haben uns noch was einfallen lassen. Hier ist eine kontrollierte Umgebung. Die Haie sind an Menschen gewöhnt, sind satt und gutmütig. Wir werden aber noch im offenen Meer tauchen und da sind natürlich wilde Tiere unter Wasser, wo man nicht weiß, was passieren kann. Aber das ist längst nicht alles. Es gibt natürlich auch noch auf dem Trockenen hier im Regenwald ein paar coole Geschichten und da werden einige wirklich an ihre Grenzen gehen. Als Abschiedsgeschenk dürfen sich die Wettbewerberinnen noch eine Trophäe aus dem Aquariumshop aussuchen. Dann geht es müde, aber zufrieden zurück ins Rarinjindra-Resort. Denn morgen warten weitere spannende Abenteuer. Sehen Sie in Folge 5. Elisabeth geht es schlecht. Also es ist nichts Ernsthaftes, aber eben sie braucht einfach Ruhe und es hat keinen Sinn, sie jetzt eben mitzuschleppen. Bedeutet das freie Bahn für die anderen Mädels?